Und dann kam der T-Rex und erschreckte alle. Bah! Sausia! Hast du das gehört, Josh? Das muss Papa sein. Überraschung! Wow! Ein Haus mit Rädern! Das ist richtig. Es wird Wohnmobil genannt. Und wir werden damit auf ein Campingabenteuer gehen. Yay! Juhu! Camping! Dies sieht wie ein sehr aufregender Campingplatz aus. Wollen wir unser Wohnmobil aufbauen? Ja! Ist das eine Hängematte auf dem Dach? Ja, Peppa. Papa oder ich können da oben schlafen. Wo werden Schorsch und ich schlafen? Machen wir einen Rundgang durch unser Wohnmobil. Folgt mir. Das ist euer Zimmer. Okay. Also es gibt eine Hängematte und zwei Betten. Das macht drei. Aber wir sind zu viert. Wir haben nicht genug Platz für alle. Aha, gut erkannt, Peppa. Aber wir haben unseren Rundgang noch nicht beendet. Diese Bänke können in ein Bett verwandelt werden. Wir haben also doch genug Platz für alle zum Schlafen. Ich liebe unser Wohnmobil. Es ist magisch. Ja, das ist es. Wie wär's, wenn du und Schorsch draußen spielt, während Mama und ich alles fertig einrichten? Oh, ja. Oh, ja. Papa? Kannst du uns bitte eine Gruselgeschichte erzählen? Jetzt, da es Nacht ist, wird es doppelt gruselig sein. Gut. Ich habe gehört, dass auf diesem Campingplatz eine sehr gruselige Spinne lebt. Man sagt sie... Anscheinend bin ich nicht sehr mutig, wenn es darum geht, Gruselgeschichten zu erzählen. Okay, Schorsch. Möchtest du uns eine Gruselgeschichte erzählen? Sausia! Ich habe meine Meinung geändert. Das ist zu gruselig, Schorsch. Ich denke, das sind genug Gruselgeschichten für heute Abend. Ich weiß, was wir stattdessen tun könnten. Sterne beobachten. Gut erkannt, Schorsch. Das ist eine Sternschnuppe. Wünsch dir was. Einige der Sterne bilden Formen. So wie die hier. Sie sehen aus wie ich. Du hast recht, Peppa. Eine Gruppe von Sternen, die eine Form bilden, wird Sternbild genannt. Wer möchte die Sternbilder am Himmel deutlicher sehen? Ja! Also, so baut man es auf. Und dann schaut man durch diesen Teil in den Himmel. Boah! Oh mein Gott! Alberner Papa, es ist doch nur eine winzige kleine Spinne. Mama, was hat Schorsch sich wohl vorhin gewünscht? Als die Sternschnuppe vorbeikam. Was war das? Ich glaube,
Ich weiß jetzt, was Schorsch sich gewünscht hat. Hehehehe.